Ich habe jetzt das Vergnügen, unsere beiden Gäste für das Auftaktgespräch dieser Konferenz auf das Podium zu bitten. Jan Cilonka. Er ist Professor für europäische Politik an der Universität Oxford und Ralph Dahrendorf Fellow am St. Anthony's College in Oxford, war unter anderem zuvor an den Universitäten in Warschau und Leiden sowie am European University Institute in Florenz tätig, hat eine Fülle von Büchern, Aufsätzen, Artikeln zu Fragen europäischer Politik in den letzten Jahren veröffentlicht und seine jüngste Veröffentlichung, auf die wir sicher gleich zu sprechen kommen werden, lautet Europe as Empire. The Nature of the Enlarged European Union. Herr Professor Cilonka, darf ich Sie auf das Podium bitten? Please join us here at the floor. Und der zweite im Bunde, Reinhard Bütikofer. Ich vermute, ich muss ihn hier in diesem Auditorium nicht mehr vorstellen. Er ist inzwischen seit 2009 Abgeordneter im Europäischen Parlament, stellvertretender Vorsitzender der Europäischen Fraktion der Grünen, hat vorher eine lange und erfolgreiche Geschichte in und mit den deutschen Grünen, war unter anderem von 2002 bis 2008 Bundesvorsitzender der Grünen und ich glaube, ich kann ihn ohne falsche Lorbeeren als einen der Vordenker auch grüner Europapolitik bezeichnen. Herzlich willkommen, Reinhard. Ich würde gerne beginnen mit der Bitte an Jan Cilonka, noch einmal kurz zu begründen, wie er zu dieser Charakterisierung Europas als Empire kommt. Das scheint ja auf den ersten Blick sagen etwas befremdend, dass ein solches Konglomerat, wie es die Europäische Union darstellt, also die politische Gemeinschaft Europas, als Imperium klassifiziert wird. Vielleicht beginnen Sie damit noch einmal die Grundüberlegungen zu skizzieren, die sie zu dieser Theorie gebracht hat, weil wir in dieser ersten Runde uns noch einmal etwas grundsätzlicher mit dem Charakter der Europäischen Union, also des politischen Europa, befassen wollen. Please, the floor is yours. Yes, thank you. I simply answered the question. And if you look at Europe, how it evolves, you know, It looks like, you know, everybody talks like we are building a kind of state, you know. We have common currency, common market, court in Luxembourg, European Commission, Parliament, currency, foreign policy, external borders. If this is not a state, what is it? But at the same time, with each successive enlargement, we are getting much more diversified polity that this state paradigm envisages. And the greatest shock to the system was not when Poland joined the European Union, when Britain joined the European Union, and the European Union never recovered since, you know. So, you know, because the state Poland has been making up for it. Because the state paradigm basically assumes that you have an overlap between different functionless borders under the central authority, that you have, you know, that economic, legal, cultural, military borders overlap. Well, we don't have it in Europe. We never had.
And if you ask yourself what kind of historical paradigm you can use, empire, and in my case, kind of neo-medieval empire is emerging. But you know, Ulrich Beck calls it postmodern empire. Other people call it normative empire. You can change adjectives, but certainly you go away from the paradigm that we are building here, European state. And this is basically the answer to your question. Thanks a lot. Reinhard, einverstanden mit dieser Charakterisierung? Ja, ich bin sehr einverstanden. Ich würde natürlich nicht selber auf den Begriff Imperium gekommen sein, ne? Obwohl mir die Parallele einleuchtet. Auf der anderen Seite ist der Vorteil dieses Begriffs natürlich auch, dass man unglaublich viel Verschiedenes hineinprojizieren kann. Es ist ein bisschen ähnlich wie mit dem föderalistischen Ideal der Vereinigten Staaten Europas. Da versteht auch jeder vorzugsweise was anderes darunter. Und beim Empire ist es ähnlich. Ja? Ist es jetzt sozusagen östliche Han oder westliche Han? Ja? Sehr zentralisiert oder doch schon eher am Desintegrieren? Ja? Ich glaube auch nicht, dass es eine Schwäche ist. Der Vorteil dieses Diskurses liegt meines Erachtens darin, dass wir dieses postnationale Experiment, das trotzdem die Nation nicht auflösen kann und will, nicht ständig nur in den Kategorien des Nationalstaats, des gesamteuropäischen Nationalstaats theoretisch thematisieren dürfen. Das scheint mir der Vorteil davon. Kann man denn ein Imperium ohne starke Zentrale denken? Of course, you know, if you look at the Middle Ages, you know, there was no, you know, there was empire, there was papacy. They both had universal claims to rule. Well, look, the whole point today is that we are not, you know, if you read newspapers, everybody would think that the only solutions to the problem is to have more cash, you know, to have dimes, you know, and maybe Chinese will come here and help us, you know. The Italians already are making some business but the problem is that even we would have those Chinese dimes, we would know what to do with them. Because we need a paradigm. We need a paradigm how to get out of the situations we found out ourselves. And we are lacking those paradigms. And we are lacking those paradigms because for 50 years we were just building a state in disguise. And then realized that we've got something totally opposite. And you know, I wouldn't, you know, I, of course I want to defend the reasons why I'm using the term empire and not hegemony or kind of postmodern vision. You know, I'm a student of Leszek Kołakowski. Always was saying, I don't know what is modern. How do I know what is postmodern? And what will come after postmodern? You know, so I tried to look in historical example how order was created and maintained. Because at the end of the day, we have to, you know, policy think tanks talk about leadership. But it's better to talk about power, because you need to have power which produce order. Power can do evil, but without power you cannot do good. And you have to ask yourself today in Europe, who is going to be this agent which do the good? Who is going to bring this European together for common purpose? For prosperity and peace rather than war and misery, as was many times in the past. And you know, three suspects would be here, you know, America, Europe, or Germany. Eh? If not America, and if not Europe, in Berlin, why should you ask the question, who?
Are Germans willing and able to provide order? To take responsibility for all those things? And people already ask, and you should ask another question when you talk about power. Will Europe be more at ease to live in European or in a German empire? Do you read British tabloids? No. They already write articles about Fort Rae. Uh-huh. Watch out. Wenn wir mal dieser Frage nachgehen, wer ist in der Lage, konstruktive Macht auszuüben zur Gestaltung der europäischen Binnenordnung und unserer Beziehungen zu unseren Nachbarn und der internationalen Welt? Ist die Antwort darauf eher in den Nationalstaaten oder in den europäischen Institutionen zu suchen? Ralf, ich glaube nicht, dass es eine einheitliche Antwort auf diese Frage gibt. Mir scheint, dass das sehr stark von dem jeweiligen Thema abhängt. Es gibt eine schöne Kritik eines Zeitjournalisten, jetzt in meinen Worten paraphrasiert, der gesagt hat, Europa ist in den großen Dingen zu soft und zu schwach und in den kleinen Dingen zu stark und zu hart. Und da scheint mir viel Plausibles dran zu sein. Wenn ich mir anhöre, was unsere Kollegin Heide Rühle, die sich viel um Kommunalangelegenheiten und den Einfluss Europas auf kommunale Angelegenheit kümmert, erzählt darüber, wie etwa europäische Vorstellungen zu einem öffentlichen Beschaffungswesen europaweit sich da in die kommunale Selbstverwaltung einmischen, überflüssigerweise, bürokratischerweise, dann ist das ein Beispiel für die zweite Hälfte des Satzes, ja, in den kleinen Dingen zu stark einmischend. Die europäischen Bürger haben, scheint mir, wenn man Eurostat als Hilfsinstrument bei der Wahrheitssuche benutzen will, ein relativ gutes Verständnis dafür entwickelt, wo sie tatsächlich von den europäischen Institutionen und der Kooperation auf gesamteuropäischer Ebene Erwartungen haben und wo nicht. Die drei Hauptthemen, bei denen man von Europa, so heißt es dann, was erwartet, ist einmal die Wirtschaft, wirtschaftliche Sicherheit, das ist einmal die Sicherheit nach außen, also gemeinsame Außenpolitik, auch gemeinsame Sicherheitspolitik, und ist zum Dritten die Umweltfrage. In Fragen der sozialen Sicherheit etwa ist jedenfalls in Deutschland keineswegs Konsens, dass das europäisiert werden müsste. Im Gegenteil, es gibt nur eine kleine Gruppe, das sind die Grünwähler, die meinen, das müssen wir auch europäisch regeln. Die meisten Deutschen sind der Meinung, dass da viel mehr Platz bleiben sollte für Regelungen in den Traditionen der verschiedenen Mitgliedsländer. Und mir scheint, das macht auch relativ viel Sinn, das hat relativ viel Sinn, weil es auch schwer vorstellbar ist, praktisch, wie man sozusagen diese ganzen unterschiedlich, fundamental unterschiedlich konstruierten sozialen Sicherheitssysteme, die alle dem Prinzip des Wohlfahrtsstaates folgen, aber in sehr unterschiedlicher Weise, wie man die nun europäisch harmonisiert kriegen sollte. Und daraus folgt als Antwort auf deine Frage, es gibt ein paar Dinge, da geht es nur, wenn Europa viel stärker sich auch dazu durchringt. Und damit meine ich, wenn die Mitgliedstaaten sich selbst überzeugen, dass sie durch geteilte Souveränität auf europäischer Ebene mehr beeinflussen und mehr hinkriegen, als wenn sie bei sich selber bleiben wollen. Und es gibt andere Dinge, da ist vielleicht die Zusammenarbeit zwischen einigen im Sinne der verstärkten Zusammenarbeit sinnvoll. Also wenn die Briten unbedingt kein europäisches Hauptquartier haben wollen und das unbedingt blockieren wollen, kann man da vielleicht verstärkte Zusammenarbeit nutzen. Und es gibt Dinge,
Da finde ich, ist es einfach kreuzverkehrt und allenfalls noch ein föderalistisches Dogma, wenn man das unbedingt für ganz Europa gleich geregelt haben will. Wenn wir nochmal zurückgehen auf die Ausgangsthese von Jan Silonka, dass wir uns in eine Sackgasse manövrieren, wenn wir Europa als Staat denken, als eine Art gesamteuropäischen Nationalstaat und nicht zurück wollen in ein sehr traditionelles Verständnis von einem Europa der Vaterländer, in denen das politische Primat eindeutig bei den Nationalstaaten liegt und im Grunde das Europäische nur durch die Zusammenarbeit der europäischen Regierungen verwirklicht wird. Das ist ja ein Zustand, über den wir schon längst hinaus sind. Wir haben gemeinschaftliche europäische politische Institutionen. Ist es dann nicht präziser, als wenn man von Europa als Imperium spricht, wenn man von einer Doppelnatur Europas spricht, einerseits eine Staatenunion zu sein und gleichzeitig aber eine Europäische Union der Bürger, eine politische Union der Bürger mit Institutionen, die genau das verkörpern, europäische Wahlen, einem europäischen Parlament und einer Kommission, die vielleicht eines Tages doch den Charakter einer europäischen Regierung annehmen wird. Also müssen wir nicht, ist das nicht eine präzisere Beschreibung, diese Doppelnatur der Europäischen Union mit einer Spannung und einer Koexistenz zwischen Staatenbund und einer politischen Union sui generis? Nation states are still the strongest when it comes to participation and democracy. There's no other unit I know where there is a public space where where notions of interest can be debated and where procedures for creating sort of notions of common interest exist. Of course, rightly, it has been pointed out that we are not living in the era of nation states any longer, but market states. And there is a shift, you know, a dramatic shift of what the notions of social contract, for instance, means today and 30 years ago. But still, in terms of participation, I see states as a viable democratic unions. But states do not score very well on efficiency. Even larger states cannot fix, you know, their markets, their borders, and I'm not even talking about trying to fix rather relatively small countries like Afghanistan and Iraq, you know, how well larger, the most powerful states are doing that. So they are not scoring very well on efficiency. European Union has an opportunity to score better on efficiency, for instance, by pooling resources. Common market is a very good example. But it has a very bad record of bringing people in. You know, these notions of Europe of citizens, where is it? Tell me, name me NGOs which are not, which are pro-European and not taking money from European Commission. Yes, those paid by Soros, American, of Hungarian origin, yeah? But, and they would like this. Who? I've seen civil society after the European Sanctions who destroyed the city of Göteborg. It was anti-European. You know, where are those spontaneous pro-European citizens organizing themselves? And there is a very bad record we have to take into consideration. I remember when the European Constitutional Project was going on, the European Conventions was supposed in dialogue with civil society. It reminded me of my communist youth in Poland. You know, they were meeting, you know, 1 hour trade union representative, another one woman representative, another hour youth representative. It was totally
artificial, if not silly, I'm sorry. So how to bring people in is a major problem. And you know, and even in the, you know, in to build democracy even through representation, not even direct participation, is not so easy. We gave European Parliament more and more powers, and have we had any gain in legitimacy? I'm sorry. We don't. We haven't gained any legitimacy through giving Parliament more powers. And do you think that people are buying this? No. So we have to think about this seriously too. So we probably have to change the way we go about democracy and participation in Europe, because our record here is very poor, whether we like it or not. And start discussion maybe about other ways of doing those things. Jetzt müsstest du dich doch herausgefordert fühlen. Also zum Europäischen Parlament komme ich auch noch, aber ich wollte noch mal bei deiner Frage ansetzen, Ralf. Du spielst ja mit deiner Frage an auf das Maastricht-Urteil des Bundesverfassungsgerichts, in dem genau dieser Doppelcharakter thematisiert worden ist, als Union der Mitgliedsländer und Union der Bürgerinnen und Bürger. Und auch wenn das vielleicht in einer besonderen Weise einfach der Vorliebe, der deutschen Vorliebe für Dialektik entspricht, dass man das so thematisiert, würde ich die Realität dieses so beschriebenen Doppelcharakters nicht in Frage stellen, will auch gleich widersprechen. Ich sehe das nicht als jetzt Entgegensetzung. Ich habe eingangs schon gesagt, wenn wir jetzt mit diesem Begriff Empire operieren und versuchen rauszufinden, was der bringt in der Diskussion, dann muss man ja schon genau hingucken und feststellen, ja, was ist das, also im römischen Vergleich, ist das auf der Höhe der Machtentfaltung des Kaiserreiches oder ist es eher so spätrömisches Empire? Ja? So, spätrömische Dekadenz. Das ist ja, also diese Unschärfen, die sind ja in diesem Begriff drin. Und ich glaube, dass dieser Hinweis des Bundesverfassungsgerichts eine Realität hat. Also wenn Sie sagen, Herr Zielonka, Sie können den europäischen Bürger nicht erkennen. Ich sehe ihn, habe ihn jetzt am letzten Wochenende in ich weiß nicht wie vielen europäischen Städten auf der Straße gesehen. Ja, ausgehend von Occupy Wall Street gab es Occupy Frankfurt, Occupy Berlin, Occupy whatever. Das war sozusagen der europäische Bürger, der Bürgerin mit dabei, ja, die sich da zeitgleich zu demselben Thema aus gegebenem Anlass auch noch als Akteure vernetzen. Es ist ja nicht nur so, da waren da ein paar und dort ein paar und es hat nichts miteinander zu tun, sondern das war ja ein koordiniertes Einwirken auf die Politik. Und wenn man sich anguckt, mit welch großer Begeisterung jetzt jede Institution seither zum Besten gegeben hat und Politiker aller Richtungen, wie großartig das ist und wie sehr man das respektiert, ja dann offensichtlich auch nicht ohne Eindruck zu hinterlassen. Und es hat ja so dieses in Aktion treten des europäischen Bürgers auch früher schon gegeben. Zum Beispiel am 15. März 2003 konnte man die europäischen Bürgerinnen und Bürger überall in Europa auf der Straße sehen gegen Einmarsch der Amis in Irak. Jetzt mag einem der Anlass nicht passen, aber das war auch sozusagen das in Aktion. Und im Alltag gar nicht politisch, in Anführungszeichen, sind die europäischen Bürgerinnen und Bürger, die vielen jungen Leute, die mit irgendeinem der Erasmus-Programme in ganz Europa unterwegs sind und ihren Schulbesuch in Lettland machen und ihr Studium in London führen und zwischen den Au-pair in Rom gewesen sind und sich vorstellen, dass sie in Frankreich ihren ersten Job haben. Also diesen europäischen Bürger gibt es. Ich glaube, das ist eine Realität. Und der wird, und da bin ich jetzt beim Europäischen Parlament,
Parlament, der wird durchaus vom Europäischen Parlament repräsentiert. Insofern, gerade weil es diese Realität der europäischen Bürger gibt und nicht nur sozusagen eine pure Addition von nationalen Interessen. Deswegen hat das Europäische Parlament seine Würde. Jetzt sagen Sie, es kommt nicht an. Na gut, das hätte ich auch lieber, wenn wir mehr im Zentrum stehen würden, ja, in Straßburg und in Brüssel als Parlament. Ich glaube auch, dass es da so eine Art institutionelle Verzögerung gibt. Ist ja noch nicht lange her, dass das Europäische Parlament wirklich was zu sagen hat. Vor 10 Jahren hat es noch so gut wie gar nichts zu entscheiden gehabt. Und ich glaube, es dauert eine Weile, aber ich nehme das durchaus so wahr, dass das Europäische Parlament jetzt auch nach dem Inkrafttreten des Lissabon-Vertrages, der seine Kompetenzen entscheidend gestärkt hat, zum Beispiel im Bereich internationaler Verträge, Handelsabkommen, SWIFT-Abkommen als Beispiel, dass das Europäische Parlament sich da stärker in die Politik reinarbeitet. Und in Deutschland konkret erlebe ich aktuell, dass die europäischen Politiker, die Leute aus dem Europäischen Parlament, stärker Einfluss nehmen auf die nationale Debatte darüber, was Prioritäten der deutschen Politik in dieser Krise sind, als ich mich erinnern kann, dass es jemals gewesen wäre. Also da findet eine Verschiebung der Gewichte statt. Da ist nicht nur Europa und das Europäische Parlament der Wurmfortsatz von nationalen Entscheidungsprozessen. Selbst in der CSU treten sozusagen die europäischen Parlamentarier mutig und offensiv gegen die Dobrindts dieser Welt an und drängen die zurück. Also ich sehe da eine positive Entwicklung dieses Doppelcharakters. Would you agree or disagree? Well, look, I'm in this business as long as you are. I always had, you know, yes, let's give us a chance, you know. It's too early to expect results. But, you know, we are now in the situation that to believe that we will get out of this crisis stronger is a rather one-sided approach, because things will get worse before they get better. We are actually facing disintegration rather than disintegration. And the question is, will it be upright, out of control, or will it be controlled? Well, we have no time. Enough is enough. We have, if we believe that we in Europe need to get our acts together in order not to sink, we have to try something different. Huh? And now, you on definitions. You are so easily to talk about the state, and then you say empire, you know, what is this? You know, but the state, look at the state. Everybody talks as we know what is the state. But Sudan is the state, and America is also a state. Weimar Republic was the state, and modern German Federation is a state. I mean, they are totally different too. The question is how you go about authority and organizing diversified space. Eh? Right. This is all. And do you believe that you need to have central government in charge of the whole territory within a firm border, or you believe in a different way of organizing, exactly as you said it in your introduction on the report, a more flexible, diversified manner in which different communities, but not only states, cooperate in different manner, and you are not getting very much nervous about this because you want to have legalized everything and very structured. But we've been through this process in the European Union, this institutional treaty making, or, you know, for a long time, and we are hitting a head against the wall. Because when I hear today that we need to have another treaty change, I think, give me a break. Well, but look, I mean, you can't ignore reality. It's a reality. Es ist doch einfach so, dass
das Bundesverfassungsgericht jetzt in mindestens zwei Urteilen klare Grenzen gezogen hat, dafür, was sozusagen unter der bestehenden deutschen Verfassung, also im Rahmen des Grundgesetzes, sozusagen an Weiterentwicklung der europäischen Gemeinsamkeit noch erwartbar oder vorstellbar ist. Und für die, die die Urteile nicht lesen wollten, haben dann Herr Voskuhle und Kollegen Herr Huber ausführliche Interviews gegeben, sodass keiner die Botschaft verpasst. Und jetzt kann man nicht auf ein, das ist auch ein Teil dieser vielfältigen, nicht einfach zentralisierbaren, europäischen Realität, dass es in Deutschland diese Verfassungslage gibt. Und jetzt kann man darauf nicht antworten, sagen, Himmel, Herrgott, nicht schon wieder Diskussion über Vertragsänderungen. Ich glaube, ohne Vertragsänderungen werden wir das an Gemeinsamkeit, was wir brauchen, um den ökonomischen Herausforderungen gewachsen zu sein, allenfalls sozusagen geflickschustert kriegen, aber nicht verlässlich und belastbar. Und insofern muss man sich der Frage stellen, und ich würde darauf antworten, selbst wenn Herr Cameron jetzt damit droht, dass er jede Diskussion über ein Vertragsänderungsverfahren dazu nutzen will, um sozusagen den Rückwärtsgang einzulegen, ich halte es für viel gescheiter, als zu versuchen, irgendwo zwischen dem Bundesverfassungsgericht und der Wand noch genug Platz zu finden, dass man durchschlüpfen kann, offensiv, gerade auch, weil ich richtig finde, was Ralf gesagt hat, bezüglich der Notwendigkeit, aktiv zu legitimieren, was da im europäischen Prozess unterwegs ist, dass man sich dafür einsetzt und dass man dann mit genau derselben Haltung rangeht an die Notwendigkeit, da was fundamental zu ändern, wie wir es gemacht haben bei der deutschen Wiedervereinigung. Wir hatten, als die Wiedervereinigung auf der Tagesordnung stand, hatten wir eine Diskussion über Artikel 146. Und wollen wir eine neue Verfassung für Deutschland? Warum waren wir damals so mutig zu sagen, das trauen wir uns zu, und sind jetzt nicht vergleichbar mutig zu sagen, das trauen wir uns im Rahmen dieses europäischen Prozesses auch zu? Und ich bin auch nicht einverstanden, Herr Ciolonka, mit diesem sozusagen abwertenden Gestus, mit dem Sie sagen, ja, Sie können das nicht mehr hören, jetzt Europa kommt stärker aus der Krise. Ich habe gar nicht gesagt, Europa kommt stärker aus der Krise. Kann auch sein, es fährt alles in Schacht. Aber was man sieht, ist doch ein Prozess, den man nicht als einfache Wiederkehr desgleichen beobachten kann. Gucken Sie sich an, das ist ja nicht schön gewesen, was Frau Merkel gemacht hat, aber was sie gemacht hat, war, sie ist ständig hinweggesprungen über rote Linien, die sie vorher gezogen hatte oder die sie sich hatte ziehen lassen oder die einfach selbstverständlich gegolten hatten. Sie hat ständig Schritte gemacht, von denen man noch ein paar Wochen vorher angenommen hatte, oder sie selber gesagt hatte, werde ich nie tun. Jetzt unglücklicherweise ist sie immer hinter der Kurve gelandet. Ja? Sie ist nie sozusagen so weit gesprungen, dass sie in eine Lage gekommen wäre, diesen Prozess wirklich zu lenken. Aber dass das einfach nur Stagnation und Unfähigkeit und ständige Wiederkehr von Plattitüden wäre, kann man doch nicht real sagen. Europa kämpft tatsächlich darum, sich weiterzuentwickeln. Das ist auch so sichtbar. Wir sind jetzt an einem ziemlich spannenden Punkt, finde ich. Ich würde gerne noch mal genauer verstehen, Herr Ciolonka, welche Schlussfolgerungen Sie aus der aktuellen Krise ziehen. Also Alain Bütikofer und auch die Kommission, deren Bericht heute vorliegt, argumentiert in eine Richtung, wir brauchen stärkere europäische Institutionen, wir brauchen mehr Vergemeinschaftung, zuallererst auf dem Feld der Fiskal- und Wirtschaftspolitik, also mehr Kohärenz und Konvergenz auf diesem Feld, weil wir sonst die Schuldenkrise nicht in den Griff bekommen und uns der Euro gesprengt wird. Aber wir brauchen im nächsten Schritt auch über diese Finanz- und wirtschaftspolitische Vergemeinschaftung hinaus eine Stärkung europäischer
Demokratie auf allen Ebenen, auf der Ebene der EU-Institutionen, was die Beteiligung der nationalen demokratischen Institutionen angeht, aber auch was die Herausbildung einer europäischen Öffentlichkeit angeht. Harald, lass mich das an einem Punkt korrigieren, weil das ist nicht ganz meine Position, was du jetzt als Frage formulierst. Ich sage nicht mehr Europa, Punkt, und zwar für alles. Für diejenigen, die Europa so wahrnehmen, wie ich es vorhin kritisch beschrieben habe, ist mehr Europa, mehr von diesem, also mehr vom Gleichen, eher eine Drohung und keine Verheißung. Ja. Ich sage mehr Europa zum Beispiel in diesen wirtschaftspolitischen Fragen, aber nicht across the board. Okay, können wir über sagen auch eine stärkere Dezentralisierung von Kompetenzen müssen, darüber reden. Das ist keine Einbahnstraße. Es geht auch nicht darum, Europa so zu denken, dass wir immer mehr Kompetenzen einfach zentralisieren und immer weniger an Selbstbestimmung lokal und national übrig bleibt. Das ist ein komplexerer Prozess. Ich würde von Ihnen aber jetzt gerne wissen, Herr Silonka, was ist denn Ihre Schlussfolgerung? Sagen Sie, wir sind zu weit gegangen in der Institutionalisierung Europas, in der Verrechtlichung, in der Institutionalisierung von vertraglichen Vereinbarungen? Oder was ist Ihre Schlussfolgerung? Geht es zurück in eine Art amorphes Netzwerk? Oder was ist Ihre Idee? Look. If things would be simple, we wouldn't have those discussions. Eh? Well, unfortunately, well, that's our business. We might, but it would not be as interesting. Look, I'm a lawyer by education, so I'm the last one who would say law doesn't matter and treaty doesn't matter. Eh? But I also lived many years in Italy. So I learned that with my Dutch Calvinist background, you do not come very far in Italy, because Italy never, or Greece for that matter, or, you know, they never bargain about the old commas and full stops in treaties. They just sign one thing and then another. This is how it is. And it is in different country. There is a different cultural code to go around law. So therefore, I say that our problem today is not to make the Greeks and Italians and Spanish to sign another, you know, fixed rule, because if they believe that the rules do not suit their reality, they will not implement them. And Brussels will not be in a position to police them. This is the reality, yeah? This is my approach to European law. So, of course, we would have to rely more on soft law or not. We have to probably, when we try, first of all, we have to arrest uncontrolled change, which is, in my view, one direction, it is towards disintegration. We have to arrest it somehow. Second, we basically have to agree on number of very simple principles. We cannot go ahead with this discussion of this blame game, yeah? Mm-hmm. That the Germans, you know, basically blame the Greek pensioners, that, you know, they are sitting in the sun and drinking rakia, you know, and they are all guilty. Ouzo. And, you know, and the Bulgaria, the drink rakia, I just came back. and the Greeks thinks that they want, that the Germans want to have, you know, controllers under each table, you know, to see what they are doing. We have to stop this blame game. And the basic step is to have some trust and solidarity and agree on the rules that we are in this boat together, right? And then we have to find a modus vivendi in which certain countries will go with cooperations in different fields, you know, regardless of the overall arrangement, because we will not get everybody on board.
This doesn't mean that we are going to create core Europe. Yeah. Because, you know, core Europe means jumping on federalist ship, which will be very controversial, and which probably is unrealistic. I always say to my German and French federalist colleagues, why don't you create a federal single state, and if it works, we join. But you know how difficult it would be. Only between German and French. And do you think it will be easier with 70 or 27? It will not be easier. So I basically believe that one should agree on more relaxed, flexible way of going forward without overall arrangements and see and basically reduce the hot air around, because now we are in the situations in which very small incidents can spark chain reaction, which nobody will be able to control. We will be back in to Westphalia. Final remark. Was? Ich bin ja jetzt, möglicherweise müssen wir das ja bedauern, weil es dann noch spannender wäre, aber ich bin ja jetzt nicht der typische föderalistische Konterpart. Ja? Insofern haben wir da ein bisschen mehr Gemeinsamkeit, als sie mit den Föderalisten hätten. Trotzdem ist mir das Legere, was Sie uns da gerade vorschlagen, doch ein bisschen zu leger. Ich erinnere mich, Adam Posen hatten wir vor einigen Monaten als Gast eingeladen und der hat dann gesagt, ja, wissen Sie, wenn ein Ehepaar sich zusammentut, ja, die können sich zwar einbilden, dass einer den anderen ändert, ja, aber so ist es nicht und nach ein paar Jahren stellt man das fest und offenbar ist die europäische Ehe jetzt so weit, dass wir feststellen, wir ändern einander nicht vollständig. Ja? Aber irgendwie die Ehen, die es aushalten, die kommen dann doch zwischendurch, ohne weiterhin den illusionären Plan zu verfolgen, den jeweils anderen vollständig zu ändern, doch zu Arrangements, die funktionieren. Ja? Wo man dann manchmal vielleicht Krisenmanagement braucht zwischendurch, wenn es mal wieder schief gegangen ist. Aber wo es doch, und das brauchen wir schon. Also zum Beispiel, wenn Sie sagen, wir brauchen jetzt Vertrauen und Solidarität. Entschuldigung, Pustekuchen, ja. Wir brauchen Solidarität und Solidität. Was überhaupt nicht funktioniert, ist, dass man sozusagen, das haben wir ja nun erlebt, in diesen finanziellen Fragen nur mit Vertrauen und Solidarität versucht, sozusagen durch die Welt zu kommen. Dagegen steht in der Tat Ihr berechtigter Hinweis darauf, dass es in Italien vielleicht ein bisschen anders wahrgenommen wird. But this woman has 26 husbands, not one. Well, also vielleicht sollten wir die Metapher jetzt hier mal verlassen. Ist es doch also nicht so tragfähig. Wenn ein paar davon ähnlich gestrickt sind, ja, dann lernt sie ja mit denen auszukommen. Ne? Was wir jetzt in dieser Finanzkrise brauchen, ist, dass in der Tat Deutschland davon weggeht. Die Defizitländer als eine Bande von Drückebergern, Faulpelzen und Leuten, die nur sozusagen in der Sonne was immer starke Getränke trinken, zu denunzieren. Und da haben ja leider auch verantwortliche Politiker in diesem Land dazu beigetragen, dass solche Klischees verbreitet wurden. Aber ich glaube, das ist nicht nur einseitig. Ja? Deutschland muss auch lernen, dass auch die Überschussländer was beizutragen haben zur Korrektur von wirtschaftlichen Ungleichgewichten in der Union. Und da hat das Parlament, übrigens das Europäische Parlament, eine sehr hilfreiche Rolle gespielt, weil es in den Verhandlungen über dieses Rehn-Paket, über das sogenannte Sixpack, darauf bestanden hat, dass diese Frage
des beiderseitigen Herangehens an die Probleme thematisiert wird. Und jetzt in dem Gesetzespaket zur Überarbeitung, Stabilität und Wachstumspaktes enthalten ist. Es geht aber auch sicherlich nicht einfach sozusagen so, wie es bis jetzt in Griechenland gegangen ist. Also die Vorstellung, dass alle eine gemeinsame Währung haben, aber jeder nur jedem anderen vertrauen muss, ob sozusagen ökonomische Rationalität Platz greift oder nicht, das wird nicht funktionieren. Und ich glaube, an der Stelle müssen beide Seiten sich bewegen. Deutschland muss begreifen und ist meines Erachtens gerade dabei zu begreifen, dass es sozusagen zu dieser Solidarität verurteilt ist, wenn es seine eigenen Interessen ernst nimmt, dass es ohne diese Solidarität nicht auskommt. Und ich sehe es zum Beispiel daran, dass man dieses Gerede, was lange Zeit ganz groß überall unterwegs war, über die Transferunion, die wir auf gar keinen Fall haben wollen, da ist doch ziemlich im Zurückgehen. Und selbst bei der Union findet man stärker Stimmen aus Nordrhein-Westfalen zum Beispiel, die jetzt sehr stark für diese Perspektive der europäischen Solidarität werben. Da hat es ein bisschen einen Klimawandel gegeben, eine Diskussion in Deutschland. Aber natürlich, wenn die Deutschen, die Finnen, die Holländer und noch ein paar sagen, wir brauchen auch Kontrollrechte für, nennen Sie das, einen Kommissar für den Euro von mir aus, der dann als europäische Wirtschaftsregierung oder als Instrument der europäischen Wirtschaftsregierung dazu beiträgt, dass es vernünftig gemanagt wird, dann müssen andere auch sagen, ja, da machen wir mit. Gut, wir machen jetzt hier einen vorläufigen Punkt. Ich finde, dieses Gespräch hat seine Funktion voll erfüllt, nämlich erstmal den Spannungsbogen zu öffnen für die weitere Konferenz, sowohl in der Analyse der Ursachen der Krise und noch stärker in der Frage, wohin die Reise gehen soll, was die Perspektive der Europäischen Union ist. Ich bedanke mich ganz herzlich bei unseren beiden Diskutanten, hier bei Jan Silonka und Reinhard Bütikofer.